Hallihallo, ich habe heute einfach mal was Neues gemacht und zwar diesen Sommerfrisuren Beach Look und habe dazu ein Tutorial gemacht, was im Anschluss gleich folgt und würde mich freuen, wenn ihr es einfach anschaut und es euch gefällt und einfach mal ausprobiert. Ich habe mich an den Designern von den frühjährlichen Runway-Shows orientiert, die viel mit Bändern entnahen gearbeitet haben und habe mir einfach gedacht, das kannst du mal ausprobieren, sieht bestimmt ganz witzig aus im Sommer und ich finde das eigentlich ganz gut, eine ganz gute Idee und ja, wer mag, probiert's aus, ist bestimmt ganz nett für ein Beach oder See, Sonnenbaden, wie auch immer ihr wollt. So, für die Sommerzöpfe, Wellen, Sommerfrisuren. Was ihr braucht, ist einmal so ein Band, Geschenkband. Ich glaube, das sind jetzt vielleicht 50 cm ungefähr. Habe ich jetzt für meine Haarlänge. Davon braucht ihr zwei. Gibt es überall im Bastelladen zu kaufen. Könnt ihr, was ihr möchtet, also was euch gefällt. Ich habe jetzt ein blaues mit Schmetterlingen drauf. Dann brauchen wir zwei Haargummis. Ich habe leider keine passenden Farben gefunden. Also ich musste zwei nehmen und ich habe die genommen, die nach am nächsten zusammenpassen. Und natürlich eine Bürste. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt noch Haarspray oder irgendwie, weiß ich nicht, irgendein Festiger oder was reinmachen. Mache ich nicht. Ja, einfach so. Ich werde jetzt die Haare einfach gut durchkämmen. Wobei das auch eigentlich wurscht ist. Am besten geht es wahrscheinlich mit den Haaren, wenn sie einen Tag alt sind, nee, einen Tag lang nicht gewaschen sind, also alt sind sie vielleicht sowieso, aber ja, wurscht. Dann versuchen wir einfach mal so ein bisschen wie die Mitte zu finden, nach hinten durch und nehmen zwei möglichst gleich große oder gleich breite Teile auf jede Seite. So, fangen wir an der Seite an. Schön durchgekämmt und dann am besten hinters Ohr, damit sie ein bisschen straff werden. Da wir hier oben keine Haargummis benutzen, ist es halt wichtig, dass sie ein bisschen, ja, vielleicht ein bisschen zusammendrehen, dass wir halt hier ein bisschen mehr Halt haben. Dann nehmen wir unser Band, Geschenkband, wir verpacken und legen das einmal um den Zopf rum. So. Ich mache kein Knoten rein. Das hält so, wenn man es fest genug macht. So, und dann nehmen wir wie beim normalen Flechten auch drei kleine gleiche Teile und die Bänder möglichst außen. Und flechten die Haare ganz einfach mit den Bändern zusammen nach unten. Es ist wurscht, ob das jetzt nach außen guckt, das Motiv oder nicht, weil normalerweise man kann auch jetzt irgendwas ohne Motiv nehmen, dann ist es eh egal. Und werden die Bänder, die Teile mit den Zöpfen nehmen, die einfach nach unten flechten mit den Bändern, so weit wie es geht. So. Und wenn wir dann relativ weit unten angekommen sind, ich mache das nicht bis ganz runter, dann nehmen wir halt hier einfach den Haargummi, ach, da, und legen den unten um die Spitze ums Ende rum. So. Und dann haben wir da an der Seite schon mal unseren Zopf. Zopf. Unseren geflochtenen Zopf. So. Ja, das ist jetzt nicht die schönste. Ja, es geht so. Ich habe jetzt hier die Bänder da unten, die lasse ich einfach so hängen. Ja, weiß ich, und habe aber dazu den Haargummi, falls ihr das da seht, nicht komplett zusammengerutscht, sondern mache den halt einfach so ein bisschen auseinander, weil dadurch fließt es halt ein bisschen mehr in diesen Haargummi rein, wenn man das so lassen möchte. Man kann es natürlich, wenn ihr jetzt Lust habt, könnt ihr das noch da um den Haargummi rumlegen, dass der verschwindet. Und macht dann halt einfach hier oben noch eine Schleife oder was rein. Dann nehmen wir die andere Seite. Wenn ihr einen Pony habt oder was, dann lasst dann einfach raus. Ist nicht so. Ich nicht so will, der muss nicht mit rein. Also wenn er nicht reingeht, geht er nicht rein. Nehmen das gleiche auf der Seite, haben das halt wieder hier so ein bisschen eingedreht. So.
und nehme dann das Band auf der gleichen Seite wieder. Auf der gleichen, nein, auf der anderen Seite. Auf der gleichen, das sieht dämlich aus. So, und nehme wieder die drei Teile und flechten es einfach nach unten. So, dass wir wieder da unten ankommen. Da fällt ihm nichts ein. Also schön nach unten flechten. Und dann nehmen wir den Haargummi und machen den da auch wieder rein. So. Okay. Tja. Dann haben wir das da. So, die Zöpfchen und hier die Bänder. Ich finde, die fließen halt so schön mit rein. Und ich finde, das irgendwie ist ein bisschen was anderes, wenn man da einfach, wenn man da nicht immer einfach diese normalen Zöpfchen rechts und links hat. Ja, das ist jetzt meine Variante von schnellen Sommer Braids, von zwei schnellen Sommer Zöpfchen. Gerade für den Beach oder ja, im Urlaub oder was, wenn es schnell gehen muss oder was. Dann finde ich das halt relativ witzig. Ihr könnt es gerne nachprobieren, wenn ihr wollt. Und schreibt mir Kommentare da unten mittlerweile. Würde mich freuen. Also,